Also ich richte lieber das Mikrofon aus, als den Vorschlag von Zotti zu verwirklichen, mich neben das Rednerpult zu stellen. Ich habe gerade gesagt, wenn ihr aufgeht, hier wird man gemobbt. Als ich vorhin reinkam, sagte der Dieter, 29 Jahre, da schoss es mir in den Kopf, solltest du gewählt werden, bist du einer der letzten Mohikaner. Ja, einer von den letzten, die wirklich seit 1990 in diesem Stadtrat tätig sind. Und dann kam Ninas Kompliment dazu, danke. Was auch so ein bisschen mein Beweggrund war, doch nochmal Ja zu sagen. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, war schon der Gedanke da, es sind die vielen Jahre, es wird eigentlich Zeit, Jüngeren das Feld zu überlassen. Aber dann kam der Gedanke, wenn du in den Ruhestand gehst, was sollst du dann machen? Du könntest dich jetzt auch wieder verstärkt, da du die Zeit hast, für die Partei einsetzen und aktiv werden. Und sie hat es gesagt, der zweite Gedanke war, wenn so viele junge, neue, denen zu mutig sind, den Schritt zu wagen, dann solltest du die Erfahrungen, die du in den 29 Jahren gesammelt hast, in der Arbeit, in den einzelnen Ausschüssen und mit den Mitgliedern der anderen Fraktionen doch weitergeben. Erfahrungen konnte ich ja in den 29 Jahren reichlich sammeln, ob als Ausschussvorsitzende im Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss, ob als Vorsitzende des Stadtrates oder als jetzt zurzeit noch Vorsitzende des Aufsichtsrates der GRH-Heim Betriebsgesellschaft. Und ich denke, das, was ich jetzt aufgezählt habe, nicht zwingend die Funktionen an sich, aber die Arbeit in diesen Bereichen, sind dann, wenn es mir gelingt, noch einmal für den Stadtrat oder im Stadtrat zu arbeiten, auch die Bereiche, wo ich mich vorrangig einbringen möchte. Wenn ich jetzt dann denke, Andreas hat es jetzt schon mal gesagt, Sportfördergesetz. Da sind wir ja teilweise schon dran, weil es dieses Gesetz gibt. Es wird sicher in den nächsten Tagen oder Wochen das neue Schulgesetz verabschiedet. Es wurde gestern im Bundestag die Verfassung geändert, sodass der Bund den Schulen Geld für moderne Technikausstattung geben kann. Und hier gibt es ein riesengroßes Betätigungsfeld, was für unsere Kinder bessere Lern- und Entfaltungsmöglichkeiten bringt. Wenn ich an das Sportfördergesetz denke, wenn wir die Geldregel bekommen, es schaffen, sinnvoll einzusetzen für den Sport, dann ist das nicht nur die Förderung des Sports in Lehrer, sondern eigentlich auch gleich wieder in Verbindung mit der Schule eine Problematik der Integration, denn wo lässt sich leichter gerade die Jugend integrieren als im Sport? Ist aber auch eine Aufgabe oder eine Realisierung für Inklusion. Dass Kinder mit Handicaps im Sportbereich gefördert werden, Selbstbewusstsein finden und dann in der Schule unter den vielen, in Anführungsstrichen, normalen, sich behaupten können, sich durchsetzen können und ihren Schulabschluss machen können. Ich denke, das sind ganz, ganz viele, da fällt mir jetzt noch ein, auch die Problematik, Andreas hat es schon angesprochen, die weitere Sanierung von Schulen. Regelschule 4. Wer von euch mal dran vorbeigegangen ist, ist eigentlich gruselig, Kinder dort noch reinzuschicken und lernen. Dass wir das in der nächsten Legislatur in Angriff nehmen. Die Ostschule, wir haben gekämpft und gekämpft und gekämpft und wir werden weiter kämpfen müssen, das zu Ende zu bringen. Ich will aber das nicht zu weit ausdehnen. Wie gesagt,
Die muss ich doch auch nicht zwingend ausschöpfen. Danke. Wie gesagt, in diesen Bereichen würde ich dann gerne weiterarbeiten und ich werde sicher auch, wie viele mich hier kennen, streitbar bleiben. Teilweise auch unbequem sein, das gewöhnt man mir leider nicht mehr ab in meinem Alter. Aber ich denke, dass in der neuen Fraktion das dann auch in den Griff gekommen wird. Andreas macht es schon so. Ich bitte um eure Wahl zur Kandidatin für den Stadtrat. Danke.